Ja, das MSV Traumpaar, das hält weiter zum Verein und dabei sind sie auch nicht die einzigen, wie wir gerade schon gesehen haben und wie wir jetzt noch einmal beweisen werden. Denn bei mir hier zu Gast im Studio ist Paul Maluk, Gründer der Facebook-Initiative Rettet den MSV. Schön, dass du bei uns bist, Paul. Freut mich sehr. Guten Abend, ich freue mich auch. Paul, du hast von Donnerstag auf Freitag die Facebook-Gruppe gegründet, Rettet den MSV. Und von Donnerstag auf Freitag hat das eine Kettenreaktion ausgelöst und mittlerweile seid ihr bei knapp 13.000 Unterstützern. Gibt dir das Kraft, weiter zu hoffen, weiter durchzuhalten, jetzt durch so eine schwere Zeit? Absolut, gibt mir das Kraft. Ich habe Donnerstagabend diese Seite gegründet, weil ich dachte, also ich lag auf der Couch und dachte, kann doch alles nicht sein, ich kann ja hier nicht rumsitzen und nichts tun. Ich muss irgendwas machen. Also habe ich diese Seite gegründet und die zum Ziel hat, wir rufen die Leute auf, an die DFL Protestmails zu schreiben. Die sollen wirklich Druck machen und sagen, hier, wir wollen nicht, dass der MSV aus dem Profifußball verschwindet. Rechnest du dir da Chancen ein, Druck zu machen bei der DFL? Wie ist da so die Stimmung unter den Fans? Ja, ich rechne mir auf jeden Fall Chancen ein, Druck zu machen, weil wir erreichen wahnsinnig viele Solidaritätsbekundungen von Menschen, die Fans von Vereinen sind aus ganz Deutschland. Wir kriegen Bilder zugesendet aus Spanien, wo das MSV-Logo mit Bierdosen nachgestellt ist. Aus Amerika, aus Kanada kriegen wir Bilder zugesendet, Unterstützung. Und die füllen auch hoffentlich alle die E-Mail aus und senden die ab. Also das ist Wahnsinn, was uns da an Unterstützung erreicht. Ich hoffe, das wird bei der DFL für Aufsehen erregen. Wie hast du davon erfahren, dass die Lizenz verweigert wird oder erstmal verwehrt wird? Wie war das für dich, dieser Moment? Ja, also ich glaube, das war die Woche Donnerstag davor, wurde ja bekannt gegeben, alles ist in trockenen Tüchern, das ist nur noch eine Formsache. Da waren wir natürlich alle erleichtert. So, dann kam Mittwoch diese Hiobsbotschaft. Ich lag auf der Couch, habe Facebook gelesen. Und auf einmal wird mir vermeldet, MSV Duisburg erhält die Lizenz nicht. Da dachte ich, was ist das denn? Das kann es doch nicht sein. Ich habe wie verrückt erstmal alles durchgelesen. Die MSV-Seite war nicht erreichbar, total überlastet. Mhm. Facebook war auch nicht erreichbar, der MSV. Also das war total verrückt. Jetzt steht im Moment so ein bisschen unter den Fans auch die Schuldfrage im Raum. Wer ist schuld? Da gibt es verschiedene Anschuldigungen, einmal gegen Roland Kentsch, aber auch gegen Walter Hellmich. Wir wollen jetzt gar nicht über die Schuldfrage sprechen, aber wie ist derzeit so die Stimmung unter den Fans und seht ihr noch die Hoffnung? Also ihr wollt euch an die DFL wenden, aber wie viel kann man da wirklich erreichen? Was denkst du? Ja, wie viel kann man erreichen? Das ist schwer zu sagen, weil die sich ja auch nicht äußern. Natürlich laufendes Verfahren und so weiter. Aber uns eint der Gedanke, dass man nicht am Ende sagen muss, wir waren da und haben nichts getan. Wir wollen was unternehmen und zumindest der Öffentlichkeit zeigen, dass es sehr, sehr viele Menschen in Deutschland und wie gesagt auch in anderen Ländern gibt, die zum MSV halten, die diesen Verein vor dieser absoluten Katastrophe retten wollen. Wir können uns einmal ein paar Bilder anschauen, die wir von deiner Facebook-Seite haben, die gepostet wurden. Bernhard Dietz hat ja auch beispielsweise gesagt, Fans, ihr müsst durchhalten. Richtig. Ihr müsst einfach durchhalten. Streifen zeigen. Da sind wirklich viele, viele Bilder zusammengekommen. Da ist einiges. Wir waren auch mit vor Ort. Ja. Konnten auch noch was bei euch posten auf der Seite. Aber jetzt mal angenommen, Paul, der MSV müsste wirklich zwangsabsteigen. Also das ist natürlich eine Nachricht, über die man eigentlich noch wirklich nicht so richtig nachdenken möchte als Fan. Aber wenn du dich in die Situation versetzt, was würde das für dich bedeuten? Ja, was würde das für mich bedeuten? Für mich bedeutet das erstmal, dem Verein auf jeden Fall treu zu bleiben. Wir müssen die Leute dazu auffordern, auch dem Verein treu zu bleiben. Kauft euch Dauerkarten, kauft euch Trikots, unterstützt den Verein. Also wir haben jetzt 13.000 Leute, die wir erreichen können mit dieser Seite. Und das werden wir dazu nutzen, um die Leute dazu aufzufordern, dem Verein treu zu bleiben, egal was kommt. Paul, ich danke dir, dass du heute da warst. Dankeschön. Gerne.